Hallo und willkommen zum Qualifying in Spanien. Das ist mein, muss ich zugeben, erstes Qualifying oder erstes Rennen, wie man sieht, wo ich mein eigen herausgefahrenes Setup benutze. Vorher die ersten drei Rennen bin ich ja mit Standardeinstellungen gefahren. Weil ich dachte, ich bin dann so schnell genug, um es zu schaffen, aber dann dachte ich mir, probierst du mal einzustellen. Und tja, im Qualifying funktioniert es sehr wahrscheinlich wie so meistens nicht. Da beginnt es auch jetzt. Yamas 1111 ist der erste, der rausfährt. Aber ich habe im Zeitverhalt gemerkt, wenn ich mein Auto selber einstelle, dass ich auf jeden Fall schneller bin als sonst. Ich bin dann auf einmal 1 bis 2 Sekunden schneller. Also seitdem stelle ich mein Auto auch ein. So, viele Autos fahren raus mittlerweile. Und ich glaube, so ich jetzt auch, ja. Ich glaube, hier passiert mir sogar ein kleines Fauxpas, da ich vergesse, im zweiten Teil meine Reifen zu wechseln. Das heißt, ich war nur mit einem Reifensatz im Qualifying. Aber ist ja nicht schlimm, also im Qualifying erwarte ich wieso nicht sehr viel, von daher muss man gucken. JPN ist genau vor mir gerade. Aber ich glaube, der lässt mich auch vorher vorbei. Ja, die fahren meistens relativ langsam, die Einführungsrunden. Indem ich ein bisschen schon ab und zu mal gucke, wie man wo ich Gas geben kann, wo nicht. Um halt erstmal schon ein bisschen die Grenzen auszuloten. Um halt etwas eine schnellere Runde zu fahren im Qualifying, als wenn ich langsam fahre. Weil außerdem, wenn ich schnell fahre, tun die Reifen sich mehr, glaube ich, ein bisschen besser aufwärmen, als wenn ich so noch rumgurken bin. Kann man es eher behaupten. Da sieht man es ja nicht. Schon nur so um die 100 Grad die Reifen. Der Teil, der jetzt kommt, den finde ich persönlich, hat die Strecke ein bisschen kaputt gemacht. Unten diese Handelkurve ist ja noch in Ordnung, das ist ja eine bessere Umholmöglichkeit mittlerweile. Aber das hier hat die Strecke halt kaputt gemacht. War immer so schön flüssig zu fahren und dann hat man so einen Zickzack da reingebaut. Aber naja. Dann geht's jetzt in die fliegende Runde. Ich hab Glück, dass keiner aus der Boxengasse kommt. Und das ist noch ein Rennen, wo wir wieder zurückgestellt haben von streng auf regulär. Was die Streckenbegrenzung angeht. Und dann haben wir alle irgendwie so ein bisschen gemerkt, oder zumindest die Rennleitung gemerkt, dass manche das halt ein bisschen ausnutzen. Und nach dem Rennen werden wir dann auf streng fahren, jedes Rennen. Das bedeutet sehr wahrscheinlich, dass viele Probleme haben werden und Plätze verlieren wegen Strafen. Aber das ist halt nun mal. Wer dann ein bisschen ordentlicher fährt, der hat ein bisschen mehr Glück. Hopp, da komme ich langsam. Oh, schön Glück gehabt. Also freie Fahrt jetzt noch. Als 21er Zeiten fahren die ersten, also das habe ich noch nicht mal geschafft in den Zeitfahren. Und Zeitfahren bin ich komischerweise wirklich schneller als im Qualifying. Deswegen war ich mit meiner Zeit, die ich gefahren bin, da relativ, was angeht, zufrieden. Du bist jetzt auf P7, vierte Reihe im Grid. Persönlich schneller bin ich, ich glaube, nur im Zeitfahren bisher gefahren. Das heißt schon was. Wie gewohnt, meistens fahre ich zwei Turns. Wenn ich merke, im zweiten Sektor, ich bin noch schneller als meine Bestzeit, fahre ich meistens durch. Aber man kann ja immer noch erkennen, wenn man, ob es grün oder rot ist, und dann. Kann man ja durchziehen oder nicht. Ja, alles klar.
Und das ist der Vorteil. Wenn das jetzt auf streng gewesen wäre, wäre die Runde schon aberkannt geworden. Also für manche Strecken ist es relativ ein Vorteil, wenn man da nur auf regulär stellt. Ja, wir sind knapp 3/10 schneller nochmal. Und ab diesem Rennen hier habe ich auch Glück und fahre, kann ich auch sogar sagen, Rennen. Jetzt schon. Das kommt erst morgen für euch. Oder kommt dran, wenn ihr seht. Seitdem passiert mir nicht mehr das Fauxpas mit dem Sprit. Also ich roll jetzt nicht mehr über die Ziellinie. So, Zeit konnte schon mal ein bisschen verbessern. 1,7 Sekunden Rückstand. Also ich bin ein bisschen näher gekommen zumindest. Zur Zeit. Ja, wir fahren erstmal auf Seite. Wir wollen ja keinen Weg stehen. Zwar habe ich dadurch meine Reifen kaputt gemacht, aber da ich von ausgehe, dass ich nicht in die Top 10 komme, ist es mir dann egal. Wir sind versucht, die Reifen sauber zu machen. Das ist ein bisschen komisch. Naja. Hyper hat auch seine Runde abgebrochen. Zurzeit sind wir 9. Toni Barat, 9 Fuß sogar mit Medium-Reifen. Das ist der Hammer. Ja, alles klar. Das Gute ist, ich kann auch auf der Leerlinie fahren, da hinter mir noch kein Fahrzeug ankommt. Das kann ganz schön einen verunsichern. Wieso fahre ich Zickzack-Linie? Das weiß ich gar nicht mehr. So wie es aussieht, geht Hyper Hype auch in die Box. Ja, ich fahre doch eine langsame Runde. Ich fahre mal in die Boxengasse. Theoretisch hätte ich schon mal Gas geben. Das ist ein Zylinder. Und ich habe auch eine kleine Überraschung hier im Qualifying. Da ich ja das Bildmaterial von Hyper Hype benutzen kann. Oder darf. Ihr werdet ihr auch morgen im Rennen sehen. Von daher. Der Vorteil bei dem, was der Hyper jetzt gehabt hat, der hat auch das komplette Rennen hochgeladen gehabt. Da wollte ich eigentlich immer so einen Wechsel machen zwischen den Bildern. Aber, er hat leider nur 720p und keine 1080p gehabt, deswegen ging das relativ nicht so gut. Es kommt ab und zu mal vor halt, aber nicht die ganze Zeit halt. Größtenteils immer noch meine Perspektive halt. Ja, tut meine Reifen aufwärmen. Die ich vergesse zu wechseln. Wir sind auf Platz 12 runtergerutscht. Ist eigentlich nicht so. Ich habe mich gefreut, auf Platz 12 zu starten. So, jetzt fährt Toni Barat auch schon mit Soft. 13. Wir wurden noch weiter zurückgerutscht. Und nicht wundern, warum der Andi diesmal nicht so weit vorne ist. Der hat aus Versehen. Ich glaube, da fuhr der mit dem falschen Setup zumindest. Deswegen ist der relativ weit hinten in diesem Rennen. Oder im eigenen Qualifying. Von daher. Ist er trotzdem schneller als ich mit meinem eingestellten Auto. Gucken, ja, normalerweise muss man seine Zeit eigentlich verbessern, wenn man von Medium auf Soft geht, also die weichere Variante benutzt. Bisher sieht gut aus. Sauber rauszukommen aus der Kurve. So, so ein Anbremshase. Der Vorteil, den wir haben, oder eigentlich nicht, wäre immer gut, wenn man halt das große Bild sieht. Und nicht immer hier welche Runde und so, Infos. Die könnte man eigentlich auch so ein bisschen leicht einblenden, wenn man das große Bildschirm hat. Aber so ist besser, als wenn man die ganze Zeit nur irgendwelche Autos oder Punkte auf der Strecke fahren sieht. Naja.
Und die Zeit bleibt stehen bei 1:21:100. Platz 3 mittlerweile jetzt. Dann hat sich nach vorn geschoben. Oh, Manu mit ein bisschen mehr Schwung aus der Kurve rausgeholt. Zeit auf Platz 4. Von den Sektorzeiten. Ja, da hat er es weggeschmissen. Da fällt sein Teamkollege vor ihm. Und seine Zeit bleibt stehen bei 1:21:04. Aber ich glaube, die sogar dann nicht regulär, weil er halt abgekürzt hat. Der Marius macht mal ordentlich Platz. Macht seine Reifen dafür dreckig. Hinter ihm sehen wir leider nicht, ob da einer kommt. Im Spiegel zumindest. Scheinbar ist keiner hinter ihm. Oder vor ihm ist auch ein bisschen Platz. Also er könnte jetzt auf jeden Fall Gas geben. Ja, die Zeit, die ist auf jeden Fall aus der Boxengasse gemessen. Und dann startet er jetzt seine schnelle Runde. Oder fliegende Runde, eher gesagt. Wir haben noch 6 Minuten auf der Zeit. Auf jeden Fall fahre ich einmal noch raus. Das kann ich schon mal verraten. Der erste Sektor bleibt stehen bei 22.063. Weil er war identisch von der Geschwindigkeit her als wie beim ersten One. Ist ja nicht so wie bei der echten Formel 1, dass die auf einmal, nur weil sie einen zweiten Reifensatz haben, meistens nochmal deutlich schneller sind. So, da macht einer Platz, das ist gut. ...29.529 im zweiten Sektor. Sieht nach einer guten Zeit aus. Ihn nehmen wir noch mit, bevor wir, glaube ich, rausfahren. Direkt die Schikane sauber. Die kann einer gerade nicht mal richtig raushebeln. Und da muss man aufpassen, dass man sich nicht dreht. Und Zeit bleibt stehen bei 1:21:02. Bleibt auf Platz 6. Oh, 2 Fahrzeuge haben noch keine Zeit gefahren. Ja, und da habt ihr jetzt gemerkt, dass ich einfach rausgefahren bin, ohne die Reifen zu wechseln. Ist mir genau dann aufgefallen, als ich drauf gedrückt habe, rausfahren, dass ich vergessen habe, die Reifen zu wechseln. Auf Platz 15 liegen wir mittlerweile. Da kommt keiner von hinten angedonnert. Das heißt, wir können sauber auf die Strecke fahren. Die Reifen haben gute Temperatur. Du bist jetzt auf P16. Ja, das ist schön. Da bleibe ich größtenteils auch und gehe weiter nach hinten sogar. So, wir haben erstmal jetzt noch Platz. Hinten kommt zwar ein, zwei schnelle Autos angefahren, aber ich glaube, dass die mich dann haben, bin ich schon in meiner schnellen Runde. Von daher ist es einigermaßen vertretbar, dass man da schnell so Vollgas geben kann. Oh, da ist einer noch langsamer als ich. Danke sehr. Ich hoffe, ich habe natürlich nicht gestört, wenn er jetzt auch eine schnelle Runde fährt. Man weiß nämlich nie genau, wer jetzt auf einer schnellen Runde ist und wer nicht. Das wäre cool, wenn man das noch sehen könnte, zumindest bei einer, wenn man selber nach draußen rumfährt. Wenn da zum Beispiel ein F für fliegende Runde oder O für Outlap, dass man das halt sehen könnte. Los geht's, irgendwie die schnelle Runde mit angefahrenen oder sehr, sehr angefahrenen Reifen. Ich will selber mal eine schnelle Runde fahren. Von daher,
Warum soll ich ihn dann vorbeilassen? Okay, wenn er jetzt wieder richtig am Heck kleben würde, würde ich ihn auch vorbeilassen, wenn ich merke, dass ich deutlich langsamer bin als meine Bestzeit. Aber bei 35.000 still bin ich da relativ gleich schnell. Außerdem kommt er nicht näher. Das passt ja auch. Ja, Regen. Regen ist auch noch ein Thema. Wird hier zwar nicht vorkommen. Ein 1,20,7. Was für eine Zeit. Damit bin ich fast 2 Sekunden langsamer. Oder bin sogar 2 Sekunden langsamer. Fabi fährt noch schneller. 1,20,6. Okay, wir sind 2 Sekunden langsamer, aber bin ich ja größtenteils immer so um die 2 bis 2,5 Sekunden Rückstand. Na, da habe ich ein bisschen Schwung verloren. Ich hätte, glaube ich, meine Zeit verbessern können. Tu es sogar auch. Nee, doch nicht. Ich bin eigentlich mit Grün drüber gefahren, habe am Schluss trotzdem 10.000 Rückstand. Naja, noch einen Versuch machen wir auf jeden Fall. An den kann ich schon mal, so viel ich weiß, sagen, dass ich den, glaube ich, nicht sogar durchziehe. Aber mal schauen. Stimmt, ich habe ja 3 Versuche jetzt, habe ich jetzt gehabt. Weil ich es ja noch einmal über die Linie schaffe. Deswegen schauen wir mal kurz. Bin jetzt halt wieder auf dem Vorsprung. Gucken wir mal, ob wir die Zeit ein bisschen verbessern können. Ist schon etwas her, dass wir das Rennen gefahren sind. Wenn ich das kommentiere, sind wir schon mittlerweile Aserbaidschan gefahren. Wir haben zwischen Weihnachten und Silvester relativ viele Rennen gefahren. Weil da sich halt gelohnt hat. Es konnten relativ viele Leute. Schade, dass ich die Kurve nicht richtig bekommen hätte. Hätte. Auch nicht schlecht. Ja, ich weiß. Diesmal komme ich da relativ gut durch und sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als sonst. Verliert zwar ein bisschen Zeit auf der Geraden. Müsste aber meine Zeit ein bisschen verbessern. Ja, und 32 Chancen. Und hier sind wir jetzt Hyper. Den habe ich extra mal eingeblendet, weil das seine schnelle Runde ist. Okay, er wird mehrere schnelle Runden, aber halt seine schnelle Runde. Wie ihr seht, ist die Grafik da ein bisschen schlechter, also nicht ganz so fein. Ist aber nicht schlimm. Man erkennt alles noch. Und er fuhr bisher eine 1,23,0, also ist auf jeden Fall noch hinter mir. Aber er ist mittlerweile auch fast 4 Zehntel schneller als ich. Das heißt schon was. Das ist auf jeden Fall ein guter Sprung nach vorne bisher. Und die Zeit springt nach oben. Über eine halbe Sekunde verbessert er sich jetzt. Über eine Sekunde, alles klar. 1,5 Sekunden, das hat der Film bisher ein bisschen Zeit gefahren. Und wie ist der rumgeguckt nur? Am Schluss sind es fast 2 Sekunden, die er auf seine Zeit raufbellert und Platz 5 holt. Das war mein letzter Versuch. Wie ihr seht, verbessere ich mich nicht mehr. Auch wenn ich besser rauskomme und halt ein bisschen mehr Schwung habe, reicht das nicht für eine Verbesserung. Und ich bin auf Platz 20. Ist das nicht schön? Naja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr auch im Rennen einschaltet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.